Drei Goldmünzen werden derzeit jährlich von der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben. Grundsätzlich gibt es bisher vier Gewichtsklassen. Eine Unze mit dem Nominal 200 Euro, davon gibt es allerdings lediglich eine Münze aus dem Jahr 2002. Eine halbe Unze zum Nennwert von 100 Euro, die seit 2002 jährlich erscheint, erst in der Serie UNESCO-Welterbe und nun in einer dreiteiligen Serie Säulen der Demokratie. Eine Viertelunze zu 50 Euro Nennwert, angefangen im Lutherjahr mit dem Motiv Lutherrose, derzeit in der Motivreihe Musikinstrumente und schließlich ein Achtelunze Gold mit dem Nominal 20 Euro, beginnend mit Motiven, die heimische Bäume würdigen, inzwischen sich den heimischen Vögeln widmet. Bei Goldmünzen steht natürlich gerade die Frage zur Wertigkeit im Vordergrund. In den beiden Videos zu 20 und 50 Euro Goldmünzen dieses Jahres habe ich diesen Aspekt bereits versucht zu beleuchten. Und auch in diesem Video wird diese Frage einen entscheidenden Teil der Schilderung einnehmen. Ich denke, dass erst die Komplettbetrachtung zu einer abschließenden Beurteilung beitragen wird. Diese wird später im Video vorgenommen werden. Für mich steht eigentlich die Vorstellung der Münze, ihrer Kennzeichen und der künstlerischen Gestaltung im Vordergrund. Und dem werden wir gleich nach dem Intro nachkommen. Aber bevor ich mit der Darstellung der Münze beginne, begrüße ich euch erst einmal recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal Sammlerfreak zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Ich möchte euch verschiedene Aspekte darstellen, die für einen Münzsammler interessant sind. Wenn ihr das auch so seht, würde ich mich über einen entsprechenden Kommentar, ein Like für das Video und auch ein Abonnement freuen, sofern ihr es nicht ohnehin bereits aktiviert habt. Wenn ihr gezielt bestimmte Themen in diesem Video aufsuchen wollt, könnt ihr die Kapitelunterteilung in der Timeline nutzen, um diese gezielt dann aufzurufen. Ich wünsche aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Betrachten meines Videos. Wie bisher alle Goldmünzen zu 100 Euro ist auch diese Münze in einem mit blauem Leder überzogenen Schmuckkästchen verpackt. Bei hochgeklapptem Deckel liegt die verkapselte Münze in einer Vertiefung der unteren mit blauem samtartigen Material bezogenen Hälfte des Kästchens. Seitlich davon ist eine Griffmulde eingelassen, die die Entnahme der Münze erleichtert. Im Deckel selber wird durch ein diagonal im unteren linken Winkel gespanntes Band in den Nationalfarben das Echtheitszertifikat für diese Münze gehalten. Auf beiden Innenseiten dieses Zertifikates wird links sowohl die Bild- als auch Wertseite dargestellt, darunter die Münzzeichen der fünf Münzstätten, in denen sie geprägt wird. Die rechte Seite enthält die technischen Daten dieser Münze. Die Münze selber ist in einer festschließenden Klarsichtkapsel sicher aufbewahrt. Die Bildseite ist fast wie ein Triptychon eingeteilt. Im linken Drittel wird ein Richter dargestellt. Er trägt seine typische schwere Robe aus Duchesse, das rote Barett und das weiße Jabot. Stehend mit einem Stapel Papier in beiden Händen verliest er anscheinend gerade ein Urteil oder eine Urteilsbegründung. Der Mittelteil zeigt eine Fassadenecke des Sitzungsgebäudes mit den großen Fensterflächen. Dieses ist ein Teil des Baumgartenbaus, dem Sitz des Verfassungsgerichtes in Karlsruhe. Und im rechten Drittel stehen drei Richter und Richterinnen vor der Stirnseite des Sitzungssaales. Im Rücken der große hölzerne Bundesadler, eine Wandplastik von Professor Hans Kindermann im Hintergrund. Unterhalb dieses Triptychons steht das Motto dieser Münze, Recht, in Majuskeln ausgeführt. In der linken Tafel unten rechts neben dem stehenden Richter hat Bastian Prillwitz seine Signatur aufgebracht, BP. Bastian Prillwitz aus Berlin hat Entwürfe für alle drei Münzen dieser Reihe geliefert.
die auch ausgeführt werden. Wie bei den meisten Münzen einer definierten Motivreihe müssen die Künstler, die die Bildseite entworfen haben, nicht unbedingt mit dem der Wertseite übereinstimmen. So auch bei dieser Reihe Säulen der Demokratie. Denn die Wertseite stammt von André Witting aus Berlin. Beide Künstler haben sich in den letzten Jahren bei der Gestaltung von Sammlermünzen der Bundesrepublik einen Namen gemacht. In der Mitte der Wertseite schwebt auf einem großen Spiegel, sehr dezent gehalten, der Bundesadler mit aufgespreiztem Schwingen und nach links gewendetem Kopf. Die Umschrift lehnt sich innen an den erhabenen und mattierten Randstab als nach unten offener Kreis an. Dieser besteht zentral oben aus der Angabe des Ausgabelandes Bundesrepublik Deutschland. Rechts und links schließt sich jeweils eine Sechsergruppe von Europasternen nach unten hin an. In der Mitte unten wird dreizeilig die Währung, in diesem Fall das G für die Münzstätte Karlsruhe, der staatlichen Münzstätten Baden-Württembergs und das Ausgabejahr aufgeführt. In der Schriftgröße unterscheidet sich die größere Währungsangabe von den beiden weiteren Zeilen. Noch deutlich größer ausgeführt steht das Nominal 100 links neben der Währungsangabe, wodurch sich zwischen der Währungsangabe und den beiden folgenden Zeilen ein deutlicher Absatz ergibt. Der Rand der Münze ist fein geriffelt, wobei sich durch glänzende Zwischenräume Päckchen von Riffeln ergeben. Diese Päckchen enthalten überwiegend jeweils vier Erhebungen. Auffällig sind jedoch einzelne Päckchen, die entweder drei oder sogar fünf erhabene Riffeln enthalten. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei um Sicherheitsmerkmale handelt oder ob die Anordnung auch die Differenzierung von Münzstätte zu Münzstätte unterscheidet. Das gilt es noch zu prüfen und zu hinterfragen. Auch bei dieser Münze weist der Spiegel eine streifenförmige Flächengestaltung auf. Gut, es handelt sich nicht um eine Spiegelglanz, sondern eine Stempelglanzausführung, sodass die Flächen nicht besonders poliert sind. Ich kann mir allerdings schwerlich vorstellen, dass es sich dabei auch um Sicherheitsmerkmale handeln sollte. Viel eher halte ich sie für produktionsbedingt. Diese 100-Euro-Münze wurde am 1. Oktober 2021 offiziell herausgegeben. Das Münzmaterial ist Feingold mit einem Gewicht von 15,55 Gramm. Das entspricht einer halben Unze Feingold. Der Ausgabepreis betrug 809,35 Euro. Hergestellt wurde sie in allen fünf Prägestätten Deutschlands. Die maximal geplante Auflage beträgt 175.000 Stück. Die tatsächliche Zahl wird dann sicher mit der Prägestatistik im kommenden Jahr veröffentlicht. Bei dieser Auflage handelt es sich mit Sicherheit nicht um eine Anlagemünze. Diese werden zumeist fast unreglementiert in der Ausgabenhöhe herausgegeben. Aber selbst wenn man nicht auf die Begehrlichkeiten von Sammlern spekuliert, ist ein Zugewinn mit der Zeit fast sicher anzunehmen. Auch wenn etliche Münzhändler diese derzeit bereits mit deutlichen Aufschlägen anbieten, sollte man sich mit seinen Erwartungen am Goldmarkt orientieren. Dieser hat schließlich dazu geführt, dass die erste 100-Euro-Goldmünze im Ausgabejahr nur einen Bruchteil dessen kostete, als man heute der staatlichen Ausgabestelle für eine neue Münze bezahlen muss. Diese Entwicklung ist über die letzten 20 Jahre sehr deutlich zu verfolgen. Die Preise haben in den folgenden Jahren teilweise kontinuierlich, teilweise auch sprunghaft angezogen. Stagnation war in dieser Entwicklung selten. Diese Entwicklung hat auch schon meine Informationen bei der Produktion dieses Videos überholt. Durch einen deutlichen Wertanstieg bei Gold Mitte Oktober 2021 liegt der aktuelle Materialwert gute 2 Euro über dem Ausgabepreis. Vergleicht man den heutigen Materialwert mit dem Ausgabepreis der Bundesrepublik
Deutschland, so ergeben sich Wertzuwächse von bis zu 300%, allerdings im Laufe von ca. 20 Jahren. Was für die 100-Euro-Münze als Anlage möglicherweise zudem spricht, ist der relativ zum Materialwert im Vergleich zu den geringeren Goldnominalen geringe Schlagschatz. Mit 35,50 Euro bei dieser Münze macht er sich gegenüber der 50-Euro-Ausgabe mit 44,50 Euro und den 20-Euro-Schwarzspecht, hier 46,80, absolut wie auch relativ gering bemerkbar. Auch wenn die Ausgaben von 2012, 2020, 2021 derzeit noch keinen wesentlichen Wertzuwachs verzeichnen, gehe ich aber davon aus, dass man nur etwas Geduld aufbringen muss, um auch hier eine positive Entwicklung zu erfahren. Mir scheinen gerade die 100-Euro-Nominale als eine recht sichere Bank mit Blick auf Wertsteigerungen. Somit sind sie unter diesem Aspekt sicherlich auch mindestens gleichwertig mit Anlagemünzen. Das sehe ich bei den geringeren Nominalen zu 50 und 20 Euro nicht ganz so deutlich. Ja, und das soll's mal wieder mit meiner Münzvorstellung gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch habe interessante Informationen vermitteln können. Wenn das so ist, gebt diesem Video einen Like und lasst, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abonnement für diesen Kanal übrig. Zwei, vielleicht auch drei weitere Videos werde ich in diesem Jahr mit Sicherheit noch veröffentlichen. Bis dahin sage ich erst einmal herzlichen Dank für euren Besuch, bleibt gesund und bis bald, euer Sammlerfreak.